Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Borderlands. Wir haben ja letztens das Problem gehabt, dass die Quest für meinen Geschmack zu hoch war vom Level. Daher habe ich mal ein Level nachgezogen. Wir hatten ja ein bisschen gequestet. War ich Level 18 und habe ich gerade noch den halben Balken voll gemacht. War zwar ein bisschen viel Arbeit, aber jetzt sollte die Hauptstory wieder leichter werden. Gucken, dass wir unser Munitionslager noch voll machen. Sniper Rifle. Ach, Upgrade habe ich schon, oder was? Ah, dann haben wir schon alle Upgrades, okay. Warte mal. Gut, wir haben jetzt unsere Munition aufgefüllt. Mal gucken, was uns hier erwartet. Oh, die haben auch so einen Revolver, um die Rüstung wegzunehmen. Nein. Wahnsinn, der Schläger ist jetzt schon Level 18. Neue Lootboxen, wunderschön. Wenn ich mal so auf die Karte gucke, müssen wir uns einmal komplett außen rum kämpfen, wahrscheinlich. Ist aber nicht schlimm. Ist alles Erfahrung.
Munition liegt hier mehr als genug rum. Okay, jetzt ist das Tor offen. War vielleicht ein bisschen offensichtlich, der Schuss. Wir haben ein richtig schönes, angenehmes Level. Von wo schießt denn der? Da. Sehe ich gerade richtig, dass er hier. Ach. Alter. Glaub, da muss ich in den Nahkampf.
bist du denn jetzt hinter mich gekommen? Ach so. War keine gute Idee. Okay, eine Granate hätte gereicht, das muss man aber auch erst wissen. Gut. Das letzte ist da drin, ich soll aber außen rum wahrscheinlich. Ich folge mal hier dem Pfeil und versuche mal außen rum zu laufen. Er schießt sie! Der Jungs sind... Macht sie alle platt! Ich muss aber sagen, das Schild ist langsam schon richtig schön stark. Jetzt nicht raus, also hier lang. Ja.
jemand den Kerl um! Oh, mal kurz warten, bis das Schild wieder da ist. Also so muss man erstmal sterben können. Ah, guck mal, eine Lootkiste. Ah, haben wir wieder ein bisschen was zu verkaufen. Wer braucht schon einen richtigen Arzt, wenn er meine Apparate mit ihren unheimlichen Nadeln hat? Was hat er wieder für Schilde, der Set? Nichts Brauchbares. Wer weiß, worauf du in der Kammer stößt, sieht zu, dass du gut bewaffnet bist. Ja, ich bin doch mehr als gut ausgerüstet. Das ist ein Monstrum. Es hat einen starken Schild, den du schwächen musst, bevor du es verletzen kannst. Pass auf, dass es dich nicht berührt. Links oder rechts? Alter Ohr. Muss ich den Typ halt kiten,
wenn ich hier draußen alles erledigt habe. Munition ist irrelevant. Ich merke schon, warum ich nicht in seinen Nahkampfbereich stehe. Weil er einen scheiß Schrotflinten hat. Komm mal wieder raus. So ein mobiler Heiltrank wäre mal was Nettes. Geiler Gegner. Shotgun, deswegen macht er so einen perversen Schaden. War eine Schrotflinte. Holen wir uns mal das Artefakt. Du wüsstest sicher gern, was das ist. Ich sagte ja, die Kammer existiert. In dieser Zeit und an diesem Ort. Was du in Händen hältst, ist der Schlüssel zur Kammer. Zumindest ein Teil davon. Da sind sie doch. Komm, ihr werdet schon kein Problem mehr sein. Euer Boss war härter. Ich wurde über ihre Ankunft auf Pandora und ihre Suche nach der Kammer informiert und darüber, dass sie umgehend begonnen haben, die Einheimischen zu töten. Dieser Planet untersteht der Atlas Corporation und jedes eridianische Artefakt gehört Atlas. Der Besitzer eines solchen Artefakts. Sie auf, sich am nächsten Land aufgepasst zu stellen und alle etwaigen Informationen oder Artefakte zu übergeben.
erhielten Sie dies als erste und letzte Warnung. Und jetzt! Niemand tötet meine Bombe! Ich bin jetzt in den Stücken! Komm schon, Kleiner! Komm, regeneriere dich. Scheiße! Granate! Abstell dich hier. Wo wird die Quest denn jetzt abgegeben? Direkt in der Stadt, okay. Darauf trinke ich. Du hast Nine Toes und Sledge erledigt. Du wirst langsam richtig berühmt. Ich habe Pierce schon bekniet. Sie soll dir eine Einreisegenehmigung nach Darl Headland erteilen. Du solltest jetzt nach New Haven reisen können. Ich mache nicht gern Komplimente, aber das war gut. Oh, wenn ich es jetzt richtig sehe... Sollen wir jetzt aus dem Gebiet, wo wir sind, abreisen, aber wir haben noch zwei Missionen, auch wenn sie jetzt relativ niedrig vor der Stufe sind, machen wir sie mal in der nächsten Folge. Ich bedanke mich dann fürs Einschalten und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Auf Wiedersehen.